Hallo! Heute zeige ich euch mal, was ich so benutze, um meine Haut zu pflegen. Da kamen jetzt ein paar Anfragen, ob ich das mal machen könnte. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz interessant, wenn ich das bei anderen YouTubern sehe in den Videos, was sie so benutzen. Und deswegen zeige ich euch das mal. Also, ich fange erstmal an. Also, ich benutze eigentlich fast das gleiche für morgens und für abends. Abends ist bei mir ein bisschen mehr noch, was ich da benutze, aber prinzipiell sind es eigentlich die gleichen Produkte, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach so in einem. Und zwar beginne ich mit diesem Balea Young Soft and Care klärendes Waschgel mit Fruchtsäure, verfeinert die Poren für Mischhaut. Ich komme damit sehr gut klar, allerdings jetzt nicht, weil es irgendwie die Poren verfeinert. Das finde ich nicht unbedingt. Also mir ist jetzt kein besonderer Effekt aufgefallen. Ich habe allerdings auch von Natur aus relativ wenig Probleme mit Unreinheiten. Also ich habe eine relativ gute Haut und kleine Poren. Das Waschgel, was ich daran sehr gut finde, das entfernt wirklich gut Make-up. Also auch Augen-Make-up, auch wasserfeste Mascara, das geht damit super ab. Und deswegen benutze ich es einfach, weil ich mag, wenn Wasser an meine Haut kommt. Ich habe es halt lieber, als wenn ich das mit irgendeiner Reinigungsmilch oder sowas entfernen würde. Da, ja, das mag ich halt einfach lieber. Das ist aber auch Geschmackssache. Also damit komme ich sehr gut klar. Das benutze ich auch im Winter und im Sommer. Und meine Haut spannt nie. Das hatte ich früher schon mal so ein bisschen, dass meine Haut halt gerade so an den Wangen oder hier an der Stirn gespannt hat. Und das ist mit dem Produkt überhaupt nicht mehr passiert. So, danach nehme ich mir dann ein Wattepad und ein bisschen Gesichtswasser. Momentan benutze ich das hier von Kiehl's. Leicht überbelichtet. Okay. Aber ich denke mal, ihr seht es ja. Also Gesichtswasser. Da habe ich aber auch schon ganz viele verschiedene benutzt. Also was ich jetzt vor diesem hier benutzt habe, war von Balea dieses Rosane. Ich glaube auch für sensible Haut. Damit bin ich auch genauso gut klargekommen. Das ist eigentlich bei Gesichtswasser bei mir kein großer Unterschied. Aber ich kann euch allen auch wirklich nur empfehlen, ein Gesichtswasser zu verwenden. Denn ich merke für mich selber einen riesengroßen Unterschied, ob ich ein Gesichtswasser benutze oder nicht. Wenn ich Gesichtswasser benutze, dann habe ich das Gefühl, dass die Creme halt viel besser wirkt und ja, dass sie auch länger braucht, um einzuziehen und nicht direkt von der Haut verschlungen wird, sondern halt über einen längeren Zeitraum pflegt. Und deswegen, das mag ich halt einfach sehr gerne. Und also ich habe das Gefühl für mich selber, dass meine Haut mit Gesichtswasser schöner wird. Wie ist das bei euch? Ist das auch so oder bilde ich mir das nur ein? Okay. So, nach dem Gesichtswasser kommt dann jetzt der erste Unterschied morgens und abends. Und zwar benutze ich, also morgens kommt dann einfach darüber meine Creme und abends benutze ich noch von Chanel dieses Serum, Hydra Beauty Serum. Und zwar war das mal, es gab mal in Zeitschriften so Gutscheine für Pröbchen bei Douglas hierfür. Und da ich sehr viele Zeitschriften lese, hatte ich dann auch sehr viele Pröbchen. Und ja, da kommt man also wirklich eine Weile mit aus. Man braucht immer nur so einen ganz, ganz kleinen Klecks. Den trage ich dann einfach einmal auf mein ganzes Gesicht auf und habe das Gefühl, dass dadurch meine Creme ein bisschen besser wirkt. Also das im Prinzip ähnlich wie bei dem Gesichtswasser. Nur hier, das ist halt extra noch so ein ja, quasi, um die Wirkung der Creme zu verstärken. Ja, also das finde ich gut, würde ich mir aber allerdings niemals kaufen. Also das ist so teuer, ich weiß nicht genau, was es kostet, aber ist halt von Chanel. Und das würde ich mir halt nicht kaufen. Aber das ist vielleicht auch was man einfach mal ausprobieren kann, so als Pröbchen, und sich dann irgendwann mal schenken lassen kann. Gut, dann geht es weiter. Das ist auch ein Produkt, was ich nur abends benutze, und zwar meine Augencreme von Yves Rocher, die Inositol. Die ist gegen Augenringe und gegen Tränensäcke, wobei ich da jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied bemerken kann. Also ich finde nicht, dass sie jetzt irgendwie die Augenringe vermindert. Tränensäcke habe ich eigentlich nicht. Aber ich finde die trotzdem sehr gut. Die ist sehr reichhaltig und feuchtigkeitsspendend, dabei aber nicht so fettig, also die mag ich sehr gerne. Das einzige Problem an der Sache ist, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt bei dem schlechten Licht gar nicht sehen können.
Ja, also die Creme, die schimmert. Und zwar schimmert die so rosa-bläulich. Ist eigentlich für Augenringe sehr gut. Das hat die Augenringe dann noch so ein bisschen kaschiert. Aber ich mag das nicht, weil ich finde, ich habe halt sehr viele Sommersprossen und dadurch wirkt so was Rosanes im Gesicht irgendwie unnatürlich. Und ja, deswegen trage ich die halt nur abends auf. Dafür ist sie allerdings sehr gut. Und das reicht mir dann auch. Also wenn ich die einmal am Tag auftrage, das ist in Ordnung. So, dann kommt wieder was, was ich morgens und abends verwende, momentan zumindest. Und zwar die Biotherm Aqua Source Creme. Das ist auch ein Pröbchen von Douglas. Ich benutze im Moment nur Pröbchen. Ich komme damit sehr gut klar. Die macht die Haut ganz geschmeidig, ist so ein bisschen gelartig. Und ihr könnt ja vielleicht mal bei der Netmom-Freundin gucken. Die hatte da ja auch extra eine Review gemacht mit der Jenny zusammen. Und könnt ihr euch einfach mal angucken, ob das vielleicht auch was für euch wäre. Also ich bin sehr damit zufrieden. Die ist halt ganz, ganz leicht, die Creme, und pflegt aber trotzdem sehr gut, was ich immer sehr gut finde. Und also die benutze ich momentan, da es ja ein bisschen wärmer ist und da ich im Moment auch keine trockene Haut habe, benutze ich die halt morgens und abends. Jetzt so im Winter oder so, wenn es wirklich kalt ist und wenn meine Haut trocken wird oder meine Haut spannt, dann nehme ich halt irgendeine Feuchtigkeitscreme für morgens und diese hier benutze ich dann nachts. Das ist die Balea Q10 Anti-Falten-Creme. Die ist einfach super. Also ich benutze sie schon seit einiger Zeit und bin so zufrieden damit. Die ist ganz, ganz, ganz reichhaltig. Und wenn ihr irgendwo im Gesicht eine raue Stelle habt und man benutzt die einmal, dann ist diese raue Stelle wirklich am nächsten Tag weg. Also damit, die kann ich nur jedem raten, der wirklich ganz trockene Haut hat. Die ist super. Als Tagescreme überhaupt nicht geeignet, aber es ist ja auch eine Nachtcreme, weil sie wirklich total fettig ist. Also ihr seht danach aus wie so eine Speckschwarte, aber das macht ja nichts. Euch muss ja keiner nachts keiner sehen, ne? Ja, also die benutze ich halt dann, wenn ich trockene Haut habe oder wenn die Haut irgendwie spannt. Und ansonsten einfach eine ganz normale Tagescreme. So, ihr Lieben, ich glaube, das waren schon alle Produkte. Ja, mehr mache ich gar nicht. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so benutzt oder ob ihr vielleicht eins der Dinge benutzt, die ich auch benutze und was ihr davon haltet oder ob ihr noch einen anderen Tipp habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.